Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Icewind Dale. Ja, wir sind angeschlagen. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Und müde sind wir auch. Ja gut, erstmal heilen wir uns ein bisschen. Kann ich helfen? So, heilen. Hast du noch eine Heilung? Aber vielleicht sollten wir eine. Wenn ich noch einen Vita Mortis. Ich bin müde. Vita Mortis. Ich muss mich bald aus. Vita Mortis. In Ordnung. Lass uns eine Vita Mortis. Du bist nur ein weißer Wurm, nicht der Obermufti. Wie lautet deine Aufgabe? Vita Mortis. Ja. Augen voll Hass und Blutdruck starren euch unheilvoll an. Das Wesen sagt ansonsten keine Reaktion. Okay. Ist etwas nicht in Ordnung? Vita Mortis. Sag, was du von mir willst. Es soll geschehen. So, dann machen wir hier jetzt erstmal ein Quick Save. So, Frostbiss. Es ist wieder hier, was will es? Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Fragen hat es? Fragt, wer seid ihr? Ich, Frostbiss, es nicht kennt, jetzt es kennt. Ich verstehe, ich möchte euch noch etwas fragen. Was für ein Geschöpf seid ihr? Ich, Frostbiss, anderen Namen nicht habe. Nicht wichtige anderen Namen als Frostbiss. Okay. Eure Höhe ist voller Menschenknochen. Warum? Menschen essen. Frostbiss isst. Clan isst. Ihr isst Menschen. Warum? Mensch, Elf, Gnom, egal, alles essen. Nun, das muss ein Ende haben. Ende? Nicht sagen Frostbiss Ende. Es will Ende? Frostbiss, es geben Ende. Stirb, so sei es. So, jetzt haben wir Würms am Hals. Wie kann ich helfen? Und dein Befehl. Ja, du solltest die gute Axt wieder nehmen. Kommt her, die euch traut. Ich fürchte. Ja, gewiss. Kann ich helfen? Okay, die machen ganz schön viel Schaden. Bereit zu neuen Taten. Was vorwärts. Auch kann ich in Ordnung. Wie kann ich helfen? Kommt her, wenn ihr euch traut. Dein Befehl? Melde die Dämonen des Schlafes jagen mich. Noch eine Pause. So. Die Kerle waren ziemlich stark, sofort. Aber sag, sie haben auch gut Erfahrungspunkte gebracht. Es soll geschehen. Haben Edelsteinchen dabei. Wie kann ich gewiss? So ist die Frage, ist hier noch so ein Wurm oder haben wir jetzt alle getötet? Sieht sicher aus. Sieht jedenfalls danach aus. So. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Dein Befehl? Ja? Euer Ende ist nah. Wenn ich noch einen Schritt mache, muss ich mir die Füße. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Gewiss. Gut. Ich bin müde. Wir müssen rasten. Darf ich jetzt rasten? Ja, darf ich. Gut. Sag, was du von mir willst. Dann gucken wir mal, was liegt hier zwischen den Knochen. Ach, hey.
Sack mal alles ein. Ach so, wir sind ja schon recht überladen. Ein Feldharnisch. Die Sister des Kriegs. Ruf bei Anwenden Mut hervor, kann aber nur vom Baden benutzt werden. Okay. Edelsteinchen weg. Mithral Feldharnisch. Aha. Okay, kann ich nicht tragen, wahrscheinlich wegen dem Mithral-Mantel. Bringt aber auch nicht wirklich was. Minus 9. Ach, du meine Güte. Du trägst bereits so einen. Da bleibst ja nur du. Gut, jetzt ist sie, kann sie kann wirklich gar nichts mehr tragen dann. Und der Bogen. Kann ich identifiziert werden? So. Dieser Bogen wurde verzaubert. Kann nicht benutzt werden von Dieb, also ist er auch verkaufsgut. Ein Befehl? Ja. Was, wenn es sein muss? So, was ist das? Dieser Schrein wurde aus menschlichen Schädeln gebaut. Sag, was du von mir willst. Obendrauf liegt die Leiche einer Frau. Ich tu's. Oh, noch mehr schöne Sachen. Gut, gucken wir mal. Trank der Macht. Ja, gar nicht mal so schlecht. Zauber des ersten bis vierten Grades. Der ist praktisch. Oder roter Trank. Ja, okay. Heiltränke. Und Handschuhe, die nicht identifiziert werden können. Okay. Also der Ring der Heiligkeit geht zu ihm. Das geht auch zu ihm. Das Ding kann verkauft werden. Die Tränke gehen zu ihr. Und die Handschuhe. Okay, die sind verflucht. Diese schwarzen Lederhandschuhe wurden von einer böswilligen Priesterin Beschabs, der Göttin des Pechs, verflucht. Der Göttin des Pechs verflucht. Wer sie anprobiert, kriegt sie nicht mehr von den Händen. Trotz ihrer heimtückischen Beschaffenheit gibt es wohlhabende Abenteurer, die die unverwechselbaren Handschuhe kaufen, um sie in der Nähe ihrer Schätze aufzubewahren, darauf lauert, dass ein gieriger Dieb sie überzieht. Okay, also was zum Verkaufen. Kann nicht verwendet werden von Bade, Kämpfer, Magier, Mönch, Paladin, Waldläufer. Achso, das ist ein Klerikerring. Ah, okay. Was macht der eigentlich? Naja. Der zaubert einfach nur Heiligtum. Oh, Symbol des Schmerzes.
Ist böse, macht nämlich in dem großen Bereich viel, viel Schaden. Wie kann ich ja gewiss? Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Ah ja, hier waren die Riesen. Dein Befehl soll geschehen. Die sehen irgendwie mittlerweile recht episch aus. Ich habe sie gar nicht mal so cool in Erinnerung. Wollt ihr was? Ich möchte mit eurem Anführer sprechen. Ich würde gerne ein paar Fragen stellen. Ach ja, nun, ich möchte, dass ihr geht. Ich dachte, es würde keiner von uns bekommen, was er will. Ich möchte mit eurem Anführer sprechen. Dann sucht weiter. Es geht mich nichts an, was ihr treibt, solange ihr keinen Ärger macht. Es macht, dass ihr weiterbekommt, bevor ich euch aus Versehen zertrete. Wenn ihr mich zertretet, werdet ihr einen Dorn im Fuß haben, der tödlich sein könnte. Also gut, lebt wohl. Ja, weiter. Find's interessant, dass die Frostriesen hier so nett sind. Oh. Der weiße Wurm, der sich hierher verirrt, hat allerdings nicht. Sag, was du von mir willst. Vorwärts. Okay. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Sofort. Warum? Achso, ja, weil ich identifizieren benutzt habe. Ich höre. Okay. Wenn es sein muss. Dein Befehl in Ordnung. Was ist das alles? Worum haben verstanden? Ja, in Ordnung. Also hier ist Joril mit einem Winterwolf. Ja, Jorils Thronsaal. Dieses Bad hat ein Symbol, das aus einer zweiständigen Axt besteht, die in einem Kreis über zwei gekreuzten Fäusten angeordnet ist. Naja. Augen voller Hass und Blut starren euch unverwandelt an. Das Wesen zeigt ansonsten keine Reaktion. Ja, gut. Sag was gewiss. Dann ignorieren wir mal die beiden Frostriesen am Eingang. Stellen uns am besten so auf, dass wenn uns der Winterwolf als erstes angreift, dass wir ihn betören können. Auf unsere Seite ziehen also. Dieser riesige Stuhl wurde aus Knochen gezimmert und mit Tierfell überzogen. Ach, wie nett. Was haben wir denn da? Noch einen Sklaven für den Ferch vielleicht? Redet, was wollt ihr? Ich suche den, der hier das Kommando hat. Ihr habt gefunden, ich bin Jorre Frostbart und ich herrsche hier. Was wollt ihr von mir? Was gibt euch das Recht, über diesen Gletscher zu herrschen, Jorre? Die Sklaven werden eure Herrschaft sicher nicht einfach so hinnehmen. Ich sehe kein Symbol eures Amtes, kein Titel, Jorre. Mit welchem Recht herrscht ihr hier? Im Moment nichts, lebt wohl. Nehmen wir mal das zweite. Dieses Abzeichen verleiht mir das Recht kleiner. Es ist ein Symbol, das alle Leutnants im Dienste des Meisters erhalten. Einst trug es mein Vater und jetzt trage ich es. Meines Wissens regiert Craig Fossbart noch immer. Das könnten wir jetzt gegen ihn verwenden. Ihr habt euren Vater umgebracht, um auf den Thron zu gelangen. Wenn dieses Abzeichen beweist, dass ihr der Herrscher seid, dann bin ich gekommen, um es zu holen. Also gut, das ist alles, was ich wissen wollte. Lebt wohl. Nehmen wir die Eid. Hütet eure Zunge nah. Craig ist tot und jetzt bin ich der zuständige Leutnant. Wer wagt es, mir zu widersprechen? Soviel ich weiß, sucht sich der Meister seine Leutnants aus. Hatte er euch ausgesucht, Jorel? Ich? Also, Craig war schwach und er war ein Narr. Er hat es nicht verdient, hier zu sein. Sonst hätte ich ihn so leicht beseitigen können. Wir haben Jorel Frostbart aufgefordert, uns sein Abzeichen auszuhändigen. Er verweigerte es uns zunächst, doch dann haben wir ihm weisgemacht, dass wir es im Auftrag seines Herrn tun würden. Ich bin nicht hier, um mit euch zu diskutieren. Ich bin hier, um mir das Abzeichen zu holen.
Paar. Und wenn ich mich weigere, es euch zu geben, Kleiner, glaubt ihr vielleicht, ihr könnt mich und meine Krieger besiegen? Jorel überlegt es euch gut, wenn ihr mir das Abzeichen nicht gebt. Was glaubt ihr, wer als nächstes geschickt wird, um es zu holen? Gerät zu den neuen Höllen mit euch. Ihr nehmt das verfluchte Abzeichen, aber wenn ihr zu eurem Herrn zurückkehrt, dann erzählt ihm von meiner Heldentat. Er wird schon sehen, dass Craig zu schwach war, um seine Pläne auszuführen.